Das Vorrundenspiel. 3x3 Österreich-Finale in Kufstein. Und das sind 2 Punkte. Und die 2:1 Führung wird sofort gekontert vom Team All of Austria. 3:2 für die Roten. Und der Ausgleich 3:3. Führung Team Lacerac. Fabio Dalla gleicht aus für All of Austria. Patrick Pfister ist heiß von draußen. 6:4. Und das ist das 8:7, Lacerac mit dem Wurf von draußen. Missverständnis bei dem Team in Blau und Spielerwechsel bei All of Austria. Das ist der Ausgleich durch das Team Lacerac. Schöner Drive zum Korb. Foul und daher ein Freiwurf. 7 Minuten geht's noch. Freiwurf passt und 9:8 Führung für All of Austria. Und der schnelle Konter. Ausgleich. Und das ist ein Foul. 2 Freiwürfe, da das Foul außerhalb der weißen Linie stattgefunden hat. Und wieder ein Foul beim Wurf außerhalb des 2-Punkte-Kreises. 2 weitere Freiwürfe für Patrick Pfister. Oh.
und der passt. 1-Punkte-Führung für All Over Austria. 6,5 Minuten noch im letzten Gruppenspiel. Und Team Lacerac gleicht aus. Luis Erhard mit dem schönen Jumper. 1-Punkt-Führung. Und wieder der Ausgleich. Es geht Schlag auf Schlag. Und das war Fuß. Und von ganz weit draußen. Team Lacerac, 2 Punkte. 13-11 Führung. Und schöne Defense. Du Serrat. Perfekt gespielt bei All Over Austria. 1 Punkt Führung für Team Lacerac. Und wieder ein Foul. Freiburg, Luis Erhard geht an die Linie. Die Führung für das Team All Over Austria. 14-13, 5 Minuten geht's noch. Rebound Fabio Thaler. Fuß und Deiner, beide Sitz für das Team in Rot. Spielstand, 4,5 Minuten noch. So, es gibt Timeout, 17-16 Führung für das Team All Over Austria.
Und es geht dann in Kürze weiter mit dem Viertelfinalspiel ab 16 Uhr hier auf dem Central Park. Die besten Teams matchen sich um das Preisgeld von 1.500 Euro, das heute zu gewinnen gibt. Ballbesitz für das Team in Rot. 3 Minuten 20 geht's noch. Und Schrittfehler, Ballbesitz Team Nacharak. Und der Pass Patrick Pfister mit dem 19 zu 16 für All Over Austria. Und der passt 19 zu 18, Team Lacharak mit dem wilden Dreier. Und es war ein Pushing-Foul und daher beides jetzt hier. Ah, aus, okay. Kein Pushing-Foul, aus. Schöner Block von Patrick Pfister, Ballbesitz, All of Austria. 2 Punkte braucht es noch, um dieses Spiel zu gewinnen. Ist das der erfolgreiche Dreier? Fabio Thaler räumt ab, 2 Punkte Führung.